Leute, mein Name ist Epic Stan und mit dabei ist heute die Katja. Hallo! Und schau mal, Katja, wir befinden uns hier in einem kleinen süßen Dorf und ich hole mir auf jeden Fall hier schon mal ein bisschen Weizen. Daraus können wir uns ein bisschen was zum Essen machen, das wird natürlich auch alles wieder nachgepflanzt. Und wir könnten uns, Katja, hier vielleicht ein kleines süßes Häuschen einrichten. Ja, lass es machen, warte mal. Bestimmt ist irgendeins noch freistehen. Die sind mir sehr sympathisch. Guck mal, die sind einfach, das ist einfach ein Dach. Wir haben hier einfach zwei Höhlenhäuser. Moment mal, vielleicht willst du in diesem hier wohnen und ich wohne in diesem hier und die können wir dann miteinander verbinden. Oh, ja, voll süß. Okay, Moment mal. Ich glaube, wir müssen hier erstmal einen Eingang frei buddeln. Da können wir hier eine kleine Tür reinmachen. Und hier könnten wir dann unsere zwei Häuser miteinander verbinden. Und hier kommt der Fußboden rein. Schau mal. So, da brauchen wir auf jeden Fall noch ein Dach hier insgesamt. Und zwei Türen. Okay, ich brauche auf jeden Fall noch ein bisschen mehr Holz. Und ich könnte mir auch noch ein bisschen Stein abbauen insgesamt. Eine Holzspitzhacke habe ich. Damit hole ich hier ein bisschen Stein hier vorne. Wir könnten vielleicht die Felder hier vor unser Häuschen bauen. So und so. Okay, jetzt habe ich genug Stein. Da mache ich mir eine kleine Steinspitzhacke. Zack, zack und Steinspitzhacke habe ich. Sehr gut. Okay, dann würde ich sagen, Katja, wir brauchen auf jeden Fall ein bisschen Cobblestone für hier unten. Und wir müssen auf jeden Fall hier noch ein kleines Dach bauen. Das kommt ganz genau auf die Höhe hier insgesamt. Zack, zack, zack. Dann können wir uns auch noch zwei Türen craften und die Häuschen einrichten. Und ich kümmere mich ein bisschen ums Feld, okay? Mach Steini, also ich will Stein. Sehr gut. Dann habe ich hier ein paar Seeds. Dankeschön und Dankeschön. Da können wir uns vielleicht auch ein kleines Weizenfeld bauen und vielleicht noch ein paar Karotten hier vorne. Ja, die nehme ich auch mit. Die werden auch mitgenommen. Die werden hier natürlich wieder nachgepflanzt. Sehr gut. Und da können wir unser kleines, süßes Feld bauen. Hallo da unten, Katja. Unsere zwei Häuser hier in der Höhle sehen so lustig aus. Okay, wir brauchen unbedingt noch ein bisschen Eisen für einen Wassereimer. Okay, hier hätten wir Kohle. Ich buddel mich mal hier vorne ein bisschen nach unten. Vielleicht finden wir ein bisschen Eisen. Eisen habe ich hier unten gefunden. Das wird abgebaut. Ich glaube, 4 Stück oder 5 Stück. Ich bin mir nicht ganz sicher. Oh, sogar 5 Stück. Und 5 Eisen habe ich eingetütet. Okay, dann geht's wieder ab nach oben. Zack, 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 zack. Dann haben wir hier auch eine kleine süße Mine. Dann hole ich hier noch ein bisschen Kohle. Oh, das ist nur eine einzelne Kohle gewesen. Okay, dann mache ich einen kleinen Ofen. Dafür brauche ich noch ein bisschen Stein. Oh, bitte abbauen, bitte abbauen. Und 8 Stein habe ich. Sehr gut. Dann kann ich das Eisen braten. Dann mache ich mir einen Eimer. Und damit kann ich hier auf jeden Fall dann Wasser in unser Feld platzieren. 3 Eisen habe ich. Sehr gut. Zack, 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 zack. Und ein Eimer. Okay, da gehe ich Wasser holen, Katja. Und dann brauchen wir noch eine Hake. Und dann können wir hier bei uns alles auf jeden Fall sehr schön anpflanzen. Dann wird hier alles umgehakt. Sehr gut. Hier kommen die Karotten rein. Und auch das Weizen. Und warte mal. Hier ist ein Villager. Hallöchen. Oh, hey, ihr beiden. Ihr müsst unbedingt zum Bürgermeister. Es ist dringend. Was soll das denn bedeuten? Katja, denkst du, wir bekommen Ärger? Ich weiß nicht. Vielleicht gehörte das Haus irgendjemandem oder es war vorreserviert. Oh mein Gott, wie unangenehm, oder? Das stimmt. Oh nein, vielleicht haben wir tatsächlich einfach zwei Häuschen geklaut von anderen Villagern hier. Oh, ich hoffe echt nicht. Ich hoffe, der Bürgermeister ist nicht sauer auf uns. Okay, hallo Bürgermeister. Oh, hallo ihr beiden. Es kommt ein XXL-Tsunami auf uns zu. Könnt ihr uns helfen, unser Dorf zu beschützen? Ja, natürlich, ja, natürlich. Wir bekommen gar keinen Ärger. Was für ein Tsunami kommt hier bitte? Oh, oh. Hier ist direkt das Meer. Stimmt, tatsächlich. Hier vom Meer kommt der Tsunami. Wir müssen uns beeilen, Katja. Schnell, schnell, schnell. Okay, wir müssen das Dorf schützen. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie wir das machen sollen. Wir könnten um das Dorf drumherum eine Wand bauen. Wir müssen uns irgendwas überlegen, wie wir alle Villager hier näher absichern können vor dem Tsunami. Okay, wir haben hier sehr viele Blöcke. Wir haben auch eine Spitzhacke, auch was zum Essen. Wir haben Saplings, Bone Meal und auch ein bisschen Holz. Welche Base ist am allerbesten gegen den Tsunami? Und vor allen Dingen müssen alle Villager darin auch Platz haben. Denkst du, man könnte um das komplette Dorf so, und vor allen Dingen, das sind ja Dschungel-Saplings, so richtig große Bäume hinbauen? Stimmt, ja, ja, vor allen Dingen, die Dschungelbäume wachsen richtig, richtig doll hoch. Guck mal. Dann sind wir sehr weit oben mit unserer Base, wo die ganzen Villager reinkommen. Wenn wir das so drumherum machen, sieht schon cool aus, oder? Das stimmt, ja, dann haben Willst wir auf jeden Fall... Willst du in der Mitte einmachen? Ja, kann ich machen. Du kannst jetzt drumherum die ganzen Bäume platzieren. Diese können wir auch mit Holz verbinden, dass wir auf jeden Fall eine sehr, sehr sichere Wand hier haben. Und der Tsunami auf jeden Fall schon ein bisschen aufgehalten wird. Wir müssen uns sehr, sehr doll beeilen. Ich werde jetzt auf jeden Fall in der Mitte den doll größten Dschungelbaum platzieren. Der kommt hier so hin. Dafür brauche ich hier noch ein bisschen Erde insgesamt. Und alle Villager müssen in unsere Base reinpassen, bevor der Tsunami kommt, Gaja. Oh, oh. Dann wird hier der Dschungelbaum in die Mitte platziert. Bitte wachsen insgesamt. Sehr gut. Da kann ich hier
auf der Seite eine kleine Leiter platzieren. Da geht es hier nach oben. Da werde ich hier oben drauf nochmals Erde platzieren und einen weiteren Dschungelbaum wachsen lassen, dass er auf jeden Fall hoch genug wird, dass wir vielleicht sogar über dem Tsunami sind. Ich bin mir nicht ganz sicher. Da wird hier wieder Erde platziert. So und so. Da kommen hier wieder 4 Saplings drauf. Böte wieder nach oben wachsen. Und hier oben drauf auf dem Dschungelbaum können wir unsere Baumhaus-Base bauen. Das ist sehr gut. Oh, sehr nice. Ich sehe dich sogar. Ich gehe hier gerade weiter. Wo bist du? Ja, fast. Da bist du. Hallo. Hi. Dann baue ich hier die Wand doch zu Ende. Sehr gut. Und damit, Katja. Sieht so cool aus. Wow. Haben wir einmal ums komplette Dorf drumherum riesige große Dschungelbäume und eine richtig sichere Wand gegen den Tsunami gebaut. Wir können hier mal hochklettern, Katja. Auf den super doll hohen Baum. Und von dort haben wir eine sehr, sehr gute Aussicht. Schau dir das mal an. Einmal komplett außenrum. Hier entlang und bis hier vorne haben wir die Wand gebaut mit den Dschungelbäumen. Und wir können hier oben das Baumhaus mit Holz und Beton bauen. Ich glaube, es ist auf jeden Fall relativ stabil. Und wir können vielleicht die Ecksäulen aus Holz bauen und vielleicht auch die Wände aus Beton. Es muss auf jeden Fall sehr, sehr stabil gegen den Tsunami sein. Da werden hier die Eckpfeiler platziert, ganz genau so. Und Katja, wir sollten auf jeden Fall das Baumhaus vielleicht 3 Etagen groß bauen, dass wir genug Platz für alle Villager haben. Ich wollte auch gerade sagen, wir müssen dann alle Villager hier reinbekommen irgendwie, ne? Das stimmt. Dann werden hier auf jeden Fall die Wände platziert. So und so. Da würde ich sagen, Katja, wir bauen das noch eins höher. Ganz genau auf diese Höhe. Da können wir die Decken natürlich auch aus Beton bauen. Wir können die Leiter hier ja weiter nach oben bauen. In die nächste Etage. Und da kommt noch eine Etage oben drauf. Ah, guck mal, ich mache da einfach hier höher, oder? Ja, genau. Ah, sehr ja, gut. Okay. Dann werde ich hier auf jeden Fall schon mal die Wände der ersten Etage bauen. Und wir müssen uns wirklich sehr, sehr doll beeilen, Katja, bevor der Tsunami kommt. Bis jetzt sehe ich hier auf jeden Fall schon keinen Tsunami. Das ist sehr gut. Schnell. Da werden hier die Wände gebaut. Dann brauchen wir auf jeden Fall noch ein bisschen Dschungelholz, um hier weiter hochzubauen. 1, 2, 3 bleiben frei. Guck mal, da kommt hier die Decke hin. Und dann nochmal 3 frei bis zur nächsten Decke. Dann passt es ja so also bis hierhin, oder? Ja, ich glaube, das passt sehr gut. Okay. Dann geht es hier nach oben. Da hätten wir hier die dritte Etage. 1, 2, 3. Da könnten wir hier die Decke machen. Schau mal ganz genau so. Sehr gut. Und wir könnten vielleicht oben auf der Base noch eine Art kleine Terrasse oder Aussichtsplattform bauen. Ja. Okay, unser Baumhaus hier ist wirklich riesen groß. Da würde ich sagen, Katja, ich baue hier erstmal die Etagenböden rein. Wir haben alle Villager aus dem Dorf jetzt so hier in unserem Baumhaus drin. Der Tsunami, der ist da, der ist da. Der Tsunami ist da. Wo, was? Oh, nein, Moment mal. Wow, wie groß der ist. Der ist sogar größer als unsere Baumhaus-Base hier. Das absolut sogar nicht gut. Okay, hier unten im Dorf befindet sich kein einziger Villager mehr. Die sind alle sicher jetzt hier bei uns in unser Baumhaus-Base. Und der Tsunami ist ja riesen und groß. Der ist sogar noch viel größer als unsere Base hier ganz oben. Oh nein. Dann geht's ab nach unten. Bitte das Wasser treffen. Ach, du gehst ganz nach unten. Ja, was habe ich getroffen? Oh, was machst du denn? Oh. Katja, der Tsunami sieht von hier unten ja noch viel größer aus und er berührt schon fast unsere Baumhaus-Base da oben. Und hier unten ist er auch schon gleich beim ersten Haus und er berührt hier schon unsere Wand. Oh, er ist über dem ersten Haus schon drüber. Das ist absolut nicht Gottes gut. Willen. Hier wird einfach alles überflutet. Was ist denn da los? Und da oben ist er schon gleich bei unserer Baumhaus-Base. Okay, ich komme hoch zu dir, Katja. Der Tsunami berührt hier oben. Oh, ich muss nach unten, ich muss nach unten. Ich mache jetzt hier das zu gleich, ne? Also. Der berührt ja unsere Baumhaus-Base schon. Der ist da oben. Ich muss zumachen. Okay, ich habe zugemacht. Ich habe sogar doppelt zugemacht. Okay, die Villager sind hier auf jeden Fall jetzt sicher. Der Tsunami überflutet uns. Oh, jetzt gerade. Das ist ja absolut nicht gut, wie groß der ist. Okay, wir müssen ja auch gleich zumachen, dass hier auf keinen Fall reinfließt, Katja. Ja, ich weiß. Was ist denn da los? Da unten wurde auch schon alles überflutet von dem Tsunami. Das ist absolut nicht gut. Okay, hier können wir auch zumachen. Und damit sind wir auf jeden Fall hier schon sehr doll sicher. Wird der Beton brüchig? Siehst du das? Oh, tatsächlich. Er wird tatsächlich brüchig, der Beton. Das ist ja absolut nicht gut. Katja, was ist denn da los? Moment mal, ich lusche mal ganz kurz hier hinten raus. Da ist der Tsunami auch schon. Wir sind schon komplett überflutet. Oh nein, ich hoffe, die Blöcke gehen nicht kaputt hier insgesamt. Aber es ist nur teilweise, nicht überall. Das stimmt. Der Tsunami ist hier schon übers komplette Dorf hin drüber geschwommen und hat unsere komplette Baumhaus-Base hier schon überschwemmt. Und er ist riesendoll groß. Ich krieg gleich schon Damage.
schnell nach oben, schnell nach oben. Okay, wir können hier oben für die gesamten Villager ein Boot bauen. Und hier oben sind sie dann sehr, sehr doll sicher. Wie cool das aussieht. Die Welle ist riesendoll groß. Und schau mal, Karte. Alle Villager sind hier oben auf dem Tsunami sicher. Oh, nicht abtauchen, die Quatschmacher. Und schau mal, Karte, der Tsunami hat sich hier schon richtig, richtig doll groß ausgebreitet. Wir können hier vorne mit unserem Boot runterspringen. Oh, tatsächlich, wow, wie groß der ist. Das hat aber wirklich richtig, richtig doll gut geklappt, Karte. Wir haben eine richtig doll sichere Baumhaus-Base gebaut und konnten alle Villager oben auf dem Boot, auf dem Tsunami, näher retten. Das hat richtig, richtig doll viel Spaß gemacht. So, Leute, das war's mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst unbedingt einen Daumen hoch und ein Abo da. Schaut bei der lieben Karte vorbei und wir sehen uns wie immer morgen wieder. Bis dahin, tschüss.